Endlich gibt es wieder ein paar Bücher für Vampire auf Deutsch. Und nicht nur das. Ulysses hat gleich 3 Spiele aus der World of Darkness in neuen Editionen zur deutschen Übersetzung angekündigt. Eins davon gab es noch nie auf Deutsch. Wir müssen reden. Ende August fand in Limburg in Hessen die RedCon statt, eine der Conventions von Ulysses. Und dabei hat der Geschäftsführer Markus Plötz sowohl über bereits erschienene Bücher als auch über zukünftige Vorhaben berichtet. Und dieses Jahr haben wir 3 Bücher bisher für Vampire, für die V5 dazu bekommen auf Deutsch. Das ist zum einen der Schnellstarter Frisches Blut. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, aber zur digitalen Ausgabe. Jetzt gibt es das Ding auch in Print auf Deutsch. Das ist ein sehr nützliches Buch für all die, die mal reinschnuppern wollen. Darüber hinaus gibt es noch 2 weitere Veröffentlichungen. Zum einen das Handbuch zum Sabbat und das Handbuch zur 2. Inquisition. Und dann wurde es so richtig spannend, weil dann hat der gute Markus Plötz 2 Bücher angekündigt, die noch dieses Jahr erscheinen werden. Das eine ist, und das hat mich irgendwie tatsächlich ein bisschen aus den Socken gehauen, ist das Buch Not, also ein Reprint quasi. Es gibt eine überarbeitete Auflage, die auf Deutsch erscheinen wird, auch als Hardcover im Kunstledereinband. Also das wird sicherlich ein ganz, ganz schickes Buch, wenn ihr das Buch von früher kennt. Da sind halt sehr viele auch schöne Abbildungen drin. Denn die Tatsache, dass es eine Neuauflage ist, verrät es ja schon, das Buch Not ist jetzt kein Buch, das jetzt exklusiv nur für die V5 funktioniert, sondern es ist ein Buch, das kann man bei Vampire aus der alten Welt oder eben halt auch bei Vampire die Maskerade einsetzen. Ja, das Buch selbst ist so eine Art Vampir-Bibel inklusive Offenbarung, also sprich all das, was mit Gehenna erwartet wird, geht auf die Eintragung in diesem Buch zurück. Das heißt, man kann das irgendwie super nehmen als für sich selber, als Hintergrundinformation, aber kann natürlich auch Passagen daraus super als Vorlage in die eigene Spielrunde einstreuen. Die Spielerinnen und Spieler finden ein Fragment, das irgendwie eine mystische Bedeutung in die Welt der Dunkelheit versprüht. Das wird sicherlich eine schicke und runde Sache. Das soll im Oktober erscheinen schon. Und dann kam noch eine Ankündigung. Es ist ein eigenständiges Spiel, aber so grundsätzlich würde ich das irgendwie durchaus mit Vampire und der V5 zusammenlegen. Es ist nämlich auch das erste Spiel einer 5. Edition von einem World of Darkness Spiel, das eben nicht Vampire ist. Und es ist nicht Werwolf, wer das vielleicht gedacht hat, sondern es ist tatsächlich eine neue Edition für Jäger die Vergeltung. Da gab es ja natürlich erst noch das Handbuch zur 2. Inquisition. Man hat natürlich gedacht, ja Mensch, das ist nur ein Antagonistenleitfaden, was soll denn das? Tada. Kaum auf Englisch draußen kommt schon die Lokalisierung nach Deutschland. Das Spiel gab es früher schon in alten Editionen auf Deutsch. Jetzt erscheint es quasi im Kanon der 5. Edition von Vampire als neues Spiel. Aber ich glaube, ich zähle immer Jäger so ein bisschen, da Jäger auch wahrscheinlich die höchste Wahrscheinlichkeit haben, in Vampire-Spielen oder in Vampire-Geschichten aufzutauchen, sehe ich die immer sehr nah beisammen, diese Spiele. Aber ich finde das super. Es wird eine sehr, sehr gute Ergänzung, sicherlich auch rein Vampire-Runden sein, wenn man jetzt die Möglichkeit bekommt, auch ein Crossover zu spielen. Vampire und Jäger. Super Sache. Auch für eine Convention ganz toll geeignet. Spielt ein Tisch mit Vampiren, ein Tisch Jäger und die merken gar nicht, dass sie eigentlich in derselben Geschichte sind und irgendwann treffen die aufeinander. Kann lustig werden. Es wurden 2 Crowdfundings angekündigt, die allerdings erst nächstes Jahr, vermutlich früh nächstes Jahr, an den Start gehen werden. Und zwar sollen übersetzt werden die Jubiläumsausgaben von zum einen Changeling the Lost, zu Deutsch Wechselbalg der Traum. Das gab es früher schon, damals von Feder und Schwert aufgelegt. Das ist ein ziemlich verrücktes Spiel. Es gab früher in Deutschland eine ordentliche Szene. Da bin ich sehr gespannt, wie dieses Buch tatsächlich in den 2020er Jahren ankommt. Es ist ziemlich verrückt, es ist crazy und es hat eins Glamour. Und das andere Spiel, das sie angekündigt haben als Crowdfunding, das ist der eigentliche Kracher. Rift the Oblivion kommt auf Deutsch. Das Spiel gab es noch nie auf Deutsch. Feder und Schwert hat das damals zu Hochzeiten von Vampire in Deutschland nie übersetzt. Jetzt kommt's. Fantastisch. Das ist das dickste von den Jubiläumsausgaben. Ich will gar nicht wissen, wie schlimm das wird zu übersetzen, gerade weil es das Ding noch nie auf Deutsch gab. Da ist Pionierarbeit gefragt. Ich wünsche Ulysses da jetzt schon mal ein gutes Fingerspitzengefühl.
diese Welt zu treffen. Das ist ein sehr, sehr spannendes, ein sehr, sehr böses Spiel auch. Man spielt, ja, wie sagt man, verstorbene Geister, die noch unerledigte Aufgaben im Leben zurückgelassen haben und deswegen eben nicht, deren Seelen eben nicht ihren Frieden finden. Und sie haben auch eine dunkle Seite. Und das ist das Besondere bei Wraith the Oblivion. Ihr spielt nicht nur eine Figur in der Runde, sondern ihr spielt gleich zwei. Ihr spielt eben eure Figur, aber ihr spielt auch die dunkle Seite, den sogenannten Schatten von einer anderen Figur aus eurer Runde. Und der Schatten, das ist all das, wofür man sich, also es ist ein Teil der eigenen Persönlichkeit, aber es ist all das, wofür man, worauf man nicht stolz ist, wofür man sich schämt, was man an sich überhaupt nicht mag. Und der Schatten, der will einen so richtig verderben. Das heißt, die Dynamik bei diesem Spiel ist, ihr spielt eure Figur und ihr spielt durch den Schatten von jemand anderem. Das heißt, ihr versucht neben eurer Rolle auch aktiv einen anderen Spieler aus eurer Runde zu sabotieren. Das ist sicherlich nichts für schwache Nerven, da braucht man, glaube ich, gefestigte Charaktere am Tisch. Wir haben jetzt auf jeden Fall neue Bücher bekommen für Vampire. Mein Ausblick auf das aktuelle Jahr und im Jahresrückblick, dazu hatte ich ein Video gemacht, da war ich noch sehr pessimistisch. Jetzt haben wir schon dieses Jahr 3 Bücher bekommen für Vampire, wir kriegen dieses Jahr noch 2 weitere und wir kriegen nächstes Jahr sogar noch ein Crowdfunding. Ansonsten schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was euch bisher an Veröffentlichungen für die V5 gut gefallen hat. Schreibt mir mal rein, auf welche Bücher ihr euch freut und insbesondere auf welches von diesen 3 neuen Spielen ihr euch besonders freut. Ansonsten danke ich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.